Einen wunderschönen guten Abend. Wer mich noch nicht kennt, das werden nicht sehr viele sein, mein Name ist Rosemarie Kirner. Manche nennen mich auch Rose Kirner, egal wie sie wollen. Ich bin noch 51 Jahre und das nicht mehr lange. Komme aus dem nördlichen Teil von Bayern. Bin begeisterte Investorin bei dieser wirklich faszinierenden Technologie, die ich Ihnen heute etwas näher bringen darf. Ich gehöre nicht zur Skyway Group und auch nicht zu Skyway Capital. Ich habe das Ganze einfach als Investorin kennengelernt, als Crowdfunding-Möglichkeit, die ich jedem einfach nur auch ja, vorstellen möchte, sodass einfach jeder die Möglichkeit, wenn er möchte, für sich nutzen kann. Skyway, die Zukunft beginnt jetzt. Ja, sie beginnt tatsächlich jetzt. Wir haben ja vor kurzem in Berlin die InnoTrans besuchen dürfen und da wurde uns das einfach klar, die Zukunft beginnt jetzt. Und ich darf Ihnen jetzt diese Technologie, die ich persönlich so als einzigartig empfinde, näher bringen. Es geht hier erstens natürlich um die Skyway Transporttechnologie, dann um die Skyway Vorteile, warum diese Technologie für uns so besonders interessant ist. Dann die lineare Stadt, sagt dem einen oder anderen vielleicht nichts. Die Anwendungsgebiete für diese Transportmöglichkeit und die Branchen, die einzelnen. Dann, es geht natürlich um den Generalkonstrukteur und seine Patente, für mich eine ganz besondere Persönlichkeit. Um den Ökotechnopark, der ja eine ganz wichtige Rolle spielt jetzt im Moment. Und natürlich um das Event des Jahres, um die InnoTrans, die jetzt im September in Berlin stattfand. Und dort kann ich euch nur sagen, war einfach Skyway das Erlebnis. Was ist Skyway? Skyway ist eine besondere Technologie, die sich nicht auf dem Boden abspielt, sondern die sich auf der zweiten Ebene abspielt. Man sieht es hier ganz deutlich im Bild. Es ist ein Schienensystem auf der zweiten Ebene in verschiedenen Höhen. Das Ganze kann von 6 bis 10 Metern bis rauf auf 15 bis 30 Metern gebaut werden mit einzelnen Pfeilern. Wie man es hier sieht, das sind die etwas schmäleren Pfeiler. Es gibt auch noch die verankerten Pfeiler, die Ankerpfeiler, die natürlich immer wieder stützend dazwischen angebracht werden. Dieses System sind spezielle Schienen, die ich Ihnen heute auch noch näher bringen werde. Und was auch noch ein ganz großer Vorteil ist, das sind ganz besonders diese Kraftstoffverbrauchselemente, die einzelnen. Wir werden das uns alles heute etwas genauer ansehen. Hier diese Hochbahnkonstruktion, die sehr einzigartig ist, ein spezielles Schienensystem. Hier haben wir zum Beispiel einen Ankerpfeiler oder ein Ankerelement, das als Bahnhofsgebäude oder Zusteigemöglichkeit umgebaut wird. Hier kann man schon deutlich sehen, was einfach die Philosophie dieser Transporttechnologie ist. Natur gehört wieder den Menschen. Man bindet hier alles ein, was uns gut tut. Bäume, Pflanzen und so weiter. Das Ganze ähnelt natürlich einem normalen Schienenbus, hier als Hängemodell oder oben auch als Hochbahn. Mein Pfeil, sehe ich gerade, spielt hier mit. Hier ist eine Hochbahn, das ist wahrscheinlich ein Highspeed-Element oder zumindest eine Regionalbahn. Hier haben wir noch ein Hängemodell, hier auch. Man sieht hier schon, die bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen hier hinein. Diese Schienenbusse haben ja außerdem vielleicht im Design nicht sehr viel Ähnlichkeit mit den üblichen Fahrzeugen, aber man kann auch wie bei traditionellen Fahrzeugen auch die klassischen Modelle von Motoren mit integrieren, zum Beispiel Dieselmotor, Benzinmotor, Turbinenmotor, aber schwerpunktmäßig werden Elektromotoren und Hybridmotoren verwendet. Und man kann aber im Bedarfsfall, zeige ich Ihnen jetzt hier mal kurz, hier in den Dächern sind die Motoren, die Antriebsmöglichkeiten integriert, hat uns der Herr Baburin erklärt, aber man könnte jetzt im Bedarfsfall auch verschiedene Antriebsmöglichkeiten hier einbauen, zum Beispiel Elektromotor oder Hybrid und zusätzlich noch Dieselmotor, nur ein Beispiel.
Warum? Weil nicht überall hat man vielleicht die Möglichkeit, mit Elektrizität das Ganze zu versorgen, je nach Gelände eben. Und deshalb ist es gut, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat. Man verwendet natürlich schwerpunktmäßig umweltfreundliche Kraftstoffe, wieder erneuerbare Energien und so weiter. Aber man könnte auch Energiequellen, die eigenständig sind, zum Beispiel Onboard-Batterien, Kondensator und Molekularstromspeicher mit einbauen. Also alles ist möglich bei dieser speziellen Technologie, die wir uns jetzt etwas näher anschauen. Hier haben wir zum Beispiel eine sogenannte Highspeed-Bahn. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Und was diese Bahn hier auch besonders auszeichnet, das ist diese Geradheit dieses Schienenelements in der Ebene draußen. Also die Bahnen sind hauptsächlich gerade gebaut. Gerade Elemente möchte man um die Kurve, braucht man spezielle Kurvenelemente. Werden wir dann beim Ökopark noch sehen. Hier oben die Hochbahn, das heißt die Highspeedbahn unten, das Hängemodell fährt in die andere Richtung, das sehen wir hier, wo mein Pfeil sich rumtreibt, auch ganz deutlich. Übrigens kann man in diese Schienenkonstruktionen auch Stromleitungen oder Telefonkabel mit integrieren. Und man könnte hier auch hintereinander verschiedene Modelle fahren lassen, also die Ausnutzung dieser Technologie ist unglaublich. Wir werden uns jetzt dann gleich mal auch diese Schiene im Einzelnen ansehen. Was aber auch noch erwähnenswert ist, diese Schienen sind auf diesen Pfeilern, die zwischen 30 und 50 Metern Distanz errichtet sind und dann bis zu 2 Kilometern und dann immer wieder eben mit diesen stabilisierenden Ankerpfeilern versehen. Und jetzt zu dieser speziellen Schiene, die auch ganz interessant ist. Wir denken natürlich, wenn wir Hochbahn sehen, oft mal dieses Verhältnis Seilbahn oder was weiß ich, Einschienenbahn. Nein, damit hat diese Technologie nichts zu tun. Oder ich würde mal sagen, fast nichts. Außer dass es in der Höhe ist. Wir haben hier bei dieser Schiene in der Mitte diesen String. Das ist ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Umgeben ist das Ganze mit einem Befestigungselement und das dann seitlich hier an diesem äußeren Schienengehäuse befestigt ist. Hier in der Mitte ist das Ganze natürlich stabilisiert durch Spezialbeton. Das ist einfach als Füllstoff, damit alles stabil bleibt. Und obendrauf haben wir hier zum Beispiel bei der Hochbahn diese Stahlkopfschiene. Es gibt auch Elemente für die Hängemodelle. Das ist dieses hier. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Die Hängemodelle können auch nicht ganz so schnell sich bewegen oder auch, ich sage jetzt mal, nicht so stark belastet werden wie beispielsweise die Hochbahn. Es gibt verschiedene Konstruktionen dieser Schiene. Hier, das ist zum Beispiel die Highspeed-Schiene, die wir ja eben schon gesehen haben, die sich durch diese Geradheit auszeichnet, durch diese Stabilität. Dann gibt es hier die Möglichkeit, je nach Gelände, werden wir gleich noch näher ein Beispiel sehen, hier dieses Hängebrückenformat. Hier kann man die Gravitation gut ausnutzen. Und hier haben wir noch ähnlich dieses flexible, schnittfreie Stringschienenstruktursystem. Das ist ähnlich zum Beispiel bei einer Seilbahn. In den oberen Bereichen könnte man auch eine Höchstgeschwindigkeit bis 150 Kilometer zurücklegen. Hier auf dieser unteren starren Konstruktion bis zu 500 Stundenkilometer. Und hier haben wir auch schon das erste Beispiel, wie wenig Energie diese Bahn benötigt. Hier bei 5 Tonnen, also 5000 Kilogramm, wenn zum Beispiel so eine Bahn mit 100 Personen eben bestückt ist oder mit entsprechendem Stückgut oder Fracht, bei 5000 Tonnen und 450 Stundenkilometer würde man hier mit Elektrizität gerade mal 9,2 Kilowatt Energie benötigen. Das ist unglaublich. Würde man das Gleiche zum Beispiel mit einem LKW machen, der ja mit Luftreifentechnologie, Pneumatik-Energie versorgt wird, bräuchte man für die gleiche Leistung 1100 Kilowatt. Also man sieht hier schon einen extremen Vorteil schon bei dem Beispiel hier mit der Schiene. So. Dann kommen wir zu den Baukosten. Die Baukosten sind natürlich auch im Verhältnis zu allen anderen
Systemen, die wir jetzt kennen, sei es Eisenbahn, sei es die Straße, die Kraftfahrbahn, die Einschienenbahn oder auch teils die Magnetbahn, Magnetschwebebahn, denken ja viele, wenn sie dieses Modell sehen, ob das das gleiche ist. Da ist nichts gleich, außer dass es in der Höhe ist. Ja, das ist einer jetzt schon der wichtigsten Skyway-Vorteile. Nämlich die Baukosten belaufen sich, ich sage jetzt mal, zwischen 1,5 bis 2 Millionen pro Kilometer Schienensystem bis zu, sage ich mal, 2 bis 3 Kilometer im Personenverkehr wesentlich niedriger wie bei anderen Systemen. Stahlbedarf alleine nur als Beispiel, hier 500 bis 750 Tonnen weniger als zum Beispiel bei der Einschienenbahn. Und hier diese Vergleichslinie hier ist eindeutig. Hier ist Skyway immer zugrunde gelegt mit 100% bei den Baukosten, das heißt die Hälfte im Vergleich zur Eisenbahn oder zur Einschienenbahn, das würde das 12-fache kosten und die Magnetbahn das 18-fache. Also das ist richtig krass. Selbst die Straße würde das 4-fache kosten bei der Errichtung. Dann kommen wir zu einem weiteren Vorteil dieser Skyway-Bahn. Die hat eine sehr hohe Rentabilität. Also sie rentiert sich sehr, sehr schnell. Die Amortisationszeit liegt gerade mal bei 3 bis 5 Jahren. Das ist ja so verschwindend gering im Vergleich zu anderen Transporttechnologien, sei Straße, sei U-Bahn, da brauchen wir gar nicht davon reden, Straßenbahn, was auch immer. Das ist natürlich bedingt durch die sehr niedrigen Bau- und Inbetriebnahmekosten, die um das 5- bis 7-fache weniger sind im Vergleich zu anderen Nahverkehrsmitteln. Und natürlich auch bedingt durch die niedrigen Transportkosten, die sich natürlich auch auf die Betriebskosten auswirken. Das heißt, die Betriebskosten sind niedrig, so sind auch die Transportkosten niedrig. Und die Fahrzeuge an sich ist auch ein wichtiger Faktor, sind sehr langlebig. Das Schienensystem auch, sehr wartungsarm das Ganze. Und dadurch ist es natürlich sehr interessant. Und wir haben hier eine ganz schnelle Rentabilität eben bei 3 bis 5 Jahren. Zu den Betriebskosten, hier sehen wir schon wieder 100% Skyway, das mit Abstand das niedrigste. Die Eisenbahn kostet das Doppelte, ist aber auch noch verhältnismäßig niedrig. Wenn man hier die Straße dagegen vergleicht, das 12-fache, also brauchen wir nicht reden, kein Vergleich. Egal was wir uns ansehen, wir werden immer zurückkommen. Skyway ist wesentlich besser, ist ökologischer, ist billiger und so weiter. Bei den Betriebskosten ist zu erwähnen, wir haben natürlich Allwettertauglichkeit, egal welches Wetter, sie kann immer fahren. Hohe Fahrgeschwindigkeiten, wenn man jetzt bedenkt, die Highspeed-Bahnen, die außerorts fahren oder auch die Nahverkehrszüge bis zu 360 oder 300 Stundenkilometer, werden wir gleich noch einzeln hören. Das sind Geschwindigkeiten, die uns natürlich schnell von Ort zu Ort bewegen. In der Stadt sind wir ja auch schon relativ schnell unterwegs mit 150 Stundenkilometern. Und dann eben sehr niedriger Kraftstoffverbrauch. Wir haben jetzt bei der Elektrizität gesehen, 9,2 Kilowatt im Vergleich zu 1100 oder zwischen 0,5 und 0,9 Liter Dieselkraftstoff bei diesem schweren Gewicht, bei 5000 Kilogramm, für 100 Kilometern. Wir wissen ja, was ein Auto braucht, also selbst ein ganz kleines Auto, das vielleicht nur 5, 6 Liter Diesel braucht, ja, ist auch wesentlich leichter. Hier bewegen wir 5 Tonnen mit diesen, ja, ich sage jetzt mal, mit dieser unter einem Liter voran. Also das ist einfach krass. Bedingt dadurch, wir haben auch noch ein bedienarmes System, eine automatische Steuerung, werden wir gleich noch ein bisschen was dazu sehen. Und eine geringe Abschreibung, klar, wenig niedrige Kosten, niedrige Abschreibungen. Das ist auch ganz verständlich. Was auch dazu kommt, Skyway verwendet alles, was gut ist und schon auf dem Markt ist, verwendet es mit in diese Technologie, integriert es mit. Das heißt, sie picken sich überall die Rosinen raus, nutzen es und so kann man natürlich das Ganze sehr, sehr kostengünstig produzieren, aber trotzdem einzigartig. Man sieht hier bei den Betriebskosten, die Eisenbahn das Doppelte, das geht noch. Die Magnetbahn brauchen wir gar nicht vergleichen, das 30-fache. Auch die Straße, na ist klar, da habe ich ja gerade das Beispiel schon mit dem Diesel erwähnt.
So, und hier haben wir zum Beispiel, welche Steuerungssysteme werden integriert. Das Ganze ist besonders natürlich wichtig im Stadtverkehr, zu Berufszeiten, zu Stoßzeiten könnte man diese Bahn gesteuert durch zum Beispiel Stereokameras, Radar, Laserstreckenmessgeräten und so weiter, alle 2 Sekunden starten lassen. So erreicht man eine hohe Frequenz, das heißt eine hohe Verkehrsleistung. Man könnte wirklich enorm viele Menschen innerhalb kürzester Zeit wegbewegen, sodass sie ganz schnell nach Hause kommen. Hier noch einen Faktor, der mit integriert wird, nämlich diese Gravitationsmotortechnik, die ich schon erwähnt habe. Auch Skyway nutzt hier auch die Schwerkraft aus. Wenn man niedrigere Distanzen hat zwischen 500 Meter und 2 Kilometer, könnte man hier dieses Hängebrückensystem mit einbauen, sodass man komplett oder fast komplett ohne Energie das Ganze vorwärts bewegt. Schwerkraft zieht ja nach unten, also bis zur Mitte hin braucht man keine Energie, weil es nach unten fährt. Und die Schwerkraft arbeitet dagegen, wenn ich nach oben will. So kann man diese Gravitation als Bremse nutzen und man braucht keine Bremsleistung, keine Energie als Bremsleistung. Und so kann man fast ohne Energie hier diese Fahrzeuge, obwohl sie so schwer sind, vorwärts bewegen. Das hängt natürlich auch mit der Schiene zusammen, die besonders konzipiert ist und auch eben da schon sehr wenig braucht, sehr wenig Widerstand hat, sehr wenig Reibung hat, nicht wie die Eisenbahn, die nur auf einem kleinen Stück da sich hin und her bewegt und wackelt, sondern das liegt alles sehr flach und sehr eben aufeinander, sodass also wenig Widerstand ist. Ein weiterer Faktor, der uns natürlich besonders als Fahrgäste interessiert, das Ganze ist sehr komfortabel. Erstens mal natürlich durch die Einrichtung, aber besonders auch durch die Geradheit der Linien. Man sieht es hier, alles schön gerade, schnittfrei, keine Unterbrechungen, geringes Fahrgeräusch, nur leichte Anlaufbewegungen und man kann es sanft abbremsen. Wir haben keine Kreuzungen. Das Ganze wird in Türmen oder in Kurvensystemen dann geregelt, dass man umsteigen kann. Wir haben keinen Stau, was in der heutigen Zeit ja ein Riesen Vorteil ist, mich nervt es jedes Mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ich denke jedes Mal, hoffentlich bauen Sie die Bahn auch mal bei mir. Automatische Steuerungen sorgen dafür, dass alles reibungslos verläuft und natürlich geringe Wartezeiten und Fahrzeiten. Das ist besonders in Städten interessant, weil man das Ganze einfach schön einbauen kann. Da komme ich aber dann bei der linearen Stadt noch mal kurz drauf. Und hier sieht man auch hier die Skyway-Bahn hier entscheidend im Vorteil hier unten an dieser Leiste hier. Also egal, was wir uns ansehen, überall sind wir entscheidend im Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Sicherheit. Zur Sicherheit werde ich dann auch nochmal das Anti-Entgleissystem vorstellen. Aber ein Faktor ist, wir bewegen uns in der Höhe. Das heißt, die Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen, mit Fußgängern, Fahrrädern, auch mit Tieren, ist schon mal ausgeschlossen. Dann die Stabilität der Schienenfahrzeuge ist einzigartig durch dieses spezielle Entgleisungssystem, das übrigens bis 180 Grad, wenn sich das Ganze zum Beispiel bei Sturm bewegt, könnte es nicht entgleisen. Also das werden wir nämlich auch immer wieder gefragt, oh Gott, wie ist es, wenn es stürmt? Also das Ganze ist wirklich so ausgelegt und das wird auch im Ökopark dann mit Sicherheit irgendwo demonstriert. Durch dieses Entgleisungssystem ist das wirklich sehr, sehr sicher. Dann Reduzierung der Unfallgefahr, weil diese zum Beispiel hier in diesem Fall, das kann nicht durch Grundwasser eingespült werden, hier ist es ja sowieso im Wasser, das Ganze ist fest verankert im Boden, wird höchstens umspült, aber nicht ausgespült, weil es fest betoniert ist. Also auch hier haben wir den Sicherheitsfaktor. Bei Überschwemmungen, wir sind in der Höhe, merken wir gar nichts. Tsunami und Erdbebensicherheit natürlich, wenn die Erde aufgeht unter uns, dann können wir ja auch nicht garantieren, aber dann kann ich nirgends garantieren. Auch die Eisenbahn nicht, Flugzeug nicht, egal was ist. Aber im Verhältnis, Herr Baburin hat uns das in Berlin gezeigt, wenn jetzt zum Beispiel so ein Ankerpfeiler wegbrechen würde, dann würde dieses Schienensystem, dadurch, dass es schnittfrei ist, immer noch das Ganze ausgleichen. Es würde etwas wippen, aber es würde nicht gleich zusammenbrechen. Das zum Thema Erdbebensicherheit. Auch da
hat Junitzki sehr viel Wert drauf gelegt. Und hier sehen wir schon nochmal die Schiene, diesen Querschnitt dieser Schiene mit diesem Spezialrad und diesem Entgleissystem. Entschuldigung. Hier dieses Entgleissystem, das heißt, wir haben hier dieses Rad, das hier sieht man ganz deutlich, ganz flach aufliegt, sodass wir hier wenig Widerstand haben, dadurch auch diese niedrige Energie, die wir benötigen, nicht nur auf einem kleinen Punkt, sondern richtig flach aufliegend, dann seitlich fährt dieses Bahn mit. Jetzt würde das Ganze kippen, dann würde die Bahn eben hier auf diesem Rad weiterfahren. Also das Ganze ist wirklich ausgeklügelt und dieses Anti-Entgleissystem verbessert die Sicherheit tatsächlich nochmal um das Zehnfache. Hier übrigens zum Beispiel eine Zusteigemöglichkeit in der Stadt bei einem Hängemodell und hier haben wir eine Hochbahn. Natürlich in der Stadt wird man nicht auf 15 bis 30 Meter Höhe gehen, hier geht man eher, sag ich mal, auf 6 bis 10 Meter, je nachdem, wie es halt so aussieht. Man kann es einfach wunderbar hier integrieren und man kollidiert nicht, wie zum Beispiel die Straßenbahn, die mir jedes Mal Angst macht, ich bin ein Landei, wenn ich in die Stadt muss. Dieses Risiko, das habe ich von vornherein hier nicht. Zum Thema Umweltfreundlichkeit, für uns ja auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdaufschüttungen und Aushübe, wie zum Beispiel bei Straßen, Autobahnen, werden ja diese Berge immer dann an der Seite aufgebaut, auch als Lärmschutzwall und was weiß ich alles. Keine Hindernisse für Tierwanderung, die Umweltschützer werden es uns danken. Keine Bodenversumpfung, ja, man greift ja auch nicht großartig ein, das bisschen Platz, was so ein Pfeiler braucht, da muss man nicht ein ganzes Sumpfgebiet trockenlegen. Und so, dass es hier nicht irgendwie Veränderungen gibt für das Grund- oder das Oberflächenwasser. Niedriger spezifischer Kraftstoffverbrauch haben wir heute mehrfach erwähnt, keine Hochspannungsleitungen nötig. Man könnte es zwar mit verwenden bei Hängemodellen, aber es ist nicht notwendig. Keine starken elektromagnetischen Felder, wie zum Beispiel bei der Magnetbahn, wo unten dann die ganze Ernte verstrahlt wäre. All das ist hier nicht der Fall. Kein Abgas, klar wie bei den Autos, kein Tausalz. Wir brauchen ja nicht streuen. Keinen Reifenabrieb und natürlich auch keine Asphaltdecke nötig. Ist natürlich in der Stadt, wo die Straßen vorhanden sind, jetzt nicht so das Thema, aber in Gebieten, die sehr weitläufig sind, wie zum Beispiel Australien, ich könnte mir vorstellen, auch in Amerika, ist das natürlich schon ein Riesenthema. Und wir sehen hier schon auch bei der Umweltfreundlichkeit, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir kommen immer besser weg. Mein Pfeil mag mich nicht mehr. Also dann räume ich ihn weg. Sie sehen es unten im Bild grün, die Skyway-Bahn 100%. Alle anderen Bahnen können bei weitem nicht mithalten, am allerwenigsten unsere Straßen, das heißt unsere Autos. Und jetzt komme ich zur linearen Stadt. Eine lineare Stadt ist nichts anderes, als dass eine Stadt um die Transportwege herum errichtet wird. Junitzki stellt sich das so vor, dass man einfach hier diese Türme zum Beispiel macht oder dass man Wendemöglichkeiten, diese Kurvenelemente zum Beispiel zwischen zwei Häusern einbaut, integriert, wer die Videos schon gesehen hat, wie sich das Ganze aufbaut auf verschiedenen Etagen, dann könnte man von einem Geschäftshaus zum Beispiel ins andere rübergehen, man müsste keine Straße überqueren, man fährt mit Aufzügen zum Beispiel hoch, steigt in die eine Bahn, die in die Richtung fährt oder dann steigt man im nächsten aus, fährt mit dem Aufzug rauf oder runter, steigt in die nächste Bahn um, sodass ich keine Kreuzungen habe. Das Ganze ist alles integriert. Obendrauf wird das meiste noch bepflanzt. So, wenn ich wirklich warten muss, sitze ich im Grünen. Schöner geht es gar nicht. Und man sieht es hier auch in diesem Bild ganz deutlich. Ich hoffe, dass mein Pfeil jetzt mitspielt. Hier haben wir die Türme und hier sollen einfach dann diese Wege mit weggehen. Das soll erst integriert werden, aber es stört nicht unsere Häuser, denn es wird sich alles in den oberen Regionen abspielen. Und der Vorteil liegt natürlich bei dieser linearen Stadt hauptsächlich darin, er mag mich nicht, nämlich Reduzierung der Straßenbaukosten, ein wichtiger Faktor. Wenn man jetzt nur mal im Vergleich auch die U-Bahn zum Beispiel verwendet, was muss man für einen Aufwand betreiben, um U-Bahnen zu bauen, auch um Straßenbahnen, ganzen Erdarbeiten, auch diese Erdeingriffe,
die meiner Meinung nach auch dazu beitragen können, um ja Erdbeben vielleicht zu produzieren. Die Emissionsverminderung durch die Schadstoffe, ganz klar, man hat ja jetzt schon diese speziellen Schadstoffplaketten für die Fahrzeuge, dass nicht jedes Auto mehr in die Großstadt, in die Stadtmitte kann. Das brauchen wir ja alles nicht. Verhinderung von Verkehrsunfällen natürlich auch mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das ja alles oben ist. Verhinderungen der Staus in der Stadt, wenn wir mit der Bahn fahren können, braucht man kein Auto mehr. Und natürlich ganz wichtig, Wiederaufbau der Ökosysteme in der Stadt. Wir sind hier auch auf diesen Türmen, der eine sagt, oh Gott, diese riesen Türme. Ja, in diese Türme kann man ja auch zum Beispiel integrieren, Verkaufsläden zum Beispiel. Oder wenn man vielleicht sogar möchte, Wohnungen, Apartments könnte ich mir vorstellen. Das Ganze, man sieht es ganz deutlich, diese Bepflanzung, alles was hier sich vorgestellt wird, die Erde soll einfach den Menschen wieder gehören. Und wenn wir schon den Turm brauchen, dann soll er auch uns das zurückgeben, nämlich die Natur, was wir brauchen. Und wo kann man diese Bahn überall anwenden? Natürlich die verschiedenen Faktoren. Das eine ist der Güterverkehr, das andere ist der Personenverkehr. Ich beginne jetzt mal mit der Güterbeförderung. Man könnte bei der Güterbeförderung zum Beispiel transportieren Schüttgut, Kohle zum Beispiel, Holz, Baustoffe. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Granulate oder all das, was so an Schüttgut ist, könnte man hier verwenden. Beförderung von ja, Stückgut, zum Beispiel Walzstahl, Holz, Baumstämme und so weiter, Holzmaterialien, Containertransport, Transport von, ich sage jetzt mal Spezialgütern, besonderen Gütern und, das erwähne ich jetzt zum Schluss, Beförderung von Flüssiggütern, Erdöl, Erdgas, aber auch natürlich Trinkwasser in besonderen Behältern. Das erkläre ich noch separat. So. Interessant ist auch, man kann das flexibel einbeziehen in bisher bestehende Infrastrukturelemente. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Man kann eben die Beladung dort machen, dorthin bauen, wo einfach dann das Logistikcenter ist oder eben bestehende Logistikinfrastrukturen mit irgendwo integrieren. Dann gibt es hier gerade im Güterverkehr verschiedene Elemente. Hochtransport und Hängetransport, das Ganze unterscheidet sich einerseits in der Geschwindigkeit. Hängetransport geht nur bis 40 Stundenkilometer. Bei Hochtransport können wir bis zu 120 Stundenkilometer zurücklegen. Dann, bei Hochtransport haben wir natürlich eine höhere Belastbarkeit, nämlich bis 100.000 Tonnen können diese Fahrzeuge transportieren. Bei Hängemodellen ist es wesentlich niedriger, nämlich bei 5 Tonnen. Und was auch meiner Meinung nach maßgeblich natürlich ist, die Beförderungsstrecke. Also man wird für die großen Mengen natürlich diese Hochbahnen verwenden, weil hier kann man bis zu 5000 Kilometern zurücklegen. Bei den Hängemodellen, das wird man mehr wahrscheinlich im näheren Bereich verwenden. Hier kann man bis zu 200 Kilometern verwenden. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein. Das ginge einfach zu weit und zu viel. Hier haben wir diese speziellen Häfen. Units gesagt, auch der Strand soll den Menschen wieder gehören. Man kann hier diese Bahn auch hinausfahren lassen ins Meer. Man kann in einer Tiefe von 25 bis 30 Metern diese Verankerungen anbringen, dann das Schienensystem nach außen fahren und hier draußen die Beladung oder die Zusteigung durchführen. Deshalb braucht man eben diese speziellen Seehäfen oder kann man in der Zukunft errichten. Natürlich, das wird nicht alles von heute auf morgen gehen, aber es ist möglich. Und ich finde es auch besonders interessant, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt komme ich zu den Anwendungsgebieten und Branchen Erdöl- und Erdgasindustrie zurück, weil das ist meiner Meinung nach sehr erwähnenswert. Normalerweise, wenn wir Erdöl haben oder Erdgas, dann haben wir den sogenannten Pipeline-Vertrieb. Diese Pipelines müssen natürlich errichtet werden, haben ja erschwerte Bedingungen, man braucht das Gelände dazu und so weiter. Fakt ist, wenn man anstatt von Pipelines dieses Transportsystem nutzen würde, zum Beispiel wie hier in dieser speziellen Kapsel, dann hätte man im Vergleich zur Pipeline um 35 bis 40% geringere Baukosten. Also das ist schon mal enorm, aber ein weiterer Vorteil liegt auch darin,
Ich kann hier diese Fahrzeuge fahren lassen. Ich kann aber auch andere Transportfahrzeuge auf der gleichen Schiene bewegen, entweder als Hoch- oder Hängemodell. Und ich kann auch Personen auf der gleichen Schiene nutzen und vorwärts bewegen. Eine Pipeline geht immer nur in eine Richtung. Also man hat hier zwei wesentliche Faktoren. Erstens mal schon geringere Baukosten und zweitens mal diese Vielfachnutzung. Also dann kann man auch zum Beispiel bei Erdöl konnte man nie unterscheiden, wo es herkommt. Hier kann man unterscheiden in den einzelnen Kapseln einfach die einzelnen Öle unvermischt transportieren. Das mal nur als meiner Meinung nach großen Vorteil. Hier sieht man noch ein Beispiel, dass das Ganze natürlich auch topologieunabhängig ist. Egal welches Gelände, die Bahn können wir überall bauen, eine Pipeline oben drüber, da wird schon sehr schwierig, man braucht spezielle Pumpen und was weiß ich. Auch das ist ein maßgeblicher Vorteil für das. Oder hier ein typisches Beispiel, wie Rod Hook in Berlin erwähnt hat, weil in Australien ist es ja so, ja, dünne Besiedelung spielt sich alles im rechten Teil ab, da um Melbourne und Sydney rum. Das andere Land ist weitgehend unbesiedelt, aber man hat viele, viele Minen. Zeige ich euch dann noch auf der Karte später. Und natürlich durch diese Weitläufigkeit kann man nicht überall diese kostspieligen Straßen bauen zum Beispiel oder auch Züge, Gleise bauen. Und dann hat man natürlich diese provisorischen Straßen und das Problem ist Regenzeit, man kann überhaupt keinen Transport durchführen, die LKWs bleiben hängen und so weiter. Mit dieser Bahn könnte man dieses Problem hervorragend lösen. Und das sagt auch Rod Hook zum Beispiel, ist ein hauptsächlicher Vorteil. Das sieht er eigentlich die große Zukunft auch in Australien. Komme ich aber zum Schluss nochmal mit einer Karte dazu, wenn ich über die Messe berichte. So, und im Personenverkehr gibt es natürlich wie bisher auch, es gibt den sogenannten interregionalen Skyway-Verkehr, das heißt, wie jetzt die Weitstrecken, das Verbinden der Metropolen. Hier können wir Geschwindigkeiten zurücklegen bis 500 Stundenkilometer, wie schon erwähnt. Kapazität einer Bahn bis zu 100 Fahrgäste, also im Prinzip wie ein Flugzeug. Auch die gleiche Geschwindigkeit, nur wesentlich billiger. Nur mein Beispiel, man stellt sich vor, eine Strecke von München nach Berlin wird gerade mal 15 Euro kosten und ich bin in einer Stunde dort. Also das macht dem Flugzeug richtig Konkurrenz, weil Flugzeug, die ganzen Sachen, bis ich erstmal im Flugzeug sitze, bis ich mein Gepäck wieder habe, da ist es doch viel bequemer hier mit dieser Bahn, wenn ich die gleiche Zeit nur benötige für die Fahrt. Für das Drumherum brauche ich ja sowieso wesentlich weniger Zeit. Natürlich auch wieder die Pfeiler genauso, die 30 bis 50 Meter bis 2 Kilometer Spannweite und so weiter. Und der Kraftstoffverbrauch hier wieder bei einer Geschwindigkeit bei 100 Personen eben und 360 Kilometern zum Beispiel 0,7 bis 0,9 Liter bei der Highspeedbahn. Und die Hochbahnkosten bei dem Güterverkehr liegen zum Beispiel bei 1 bis 2 Millionen und hier eben beim Personenverkehr bei 2 bis 3 Millionen. Warum das unterschiedlich ist, US-Dollar wohlgemerkt, das bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber es ist so. Dann haben wir natürlich den Regional- oder Nahverkehr. Hier können wir mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern fahren und ja, bei 200 Stundenkilometern würde man gerade mal 0,5 bis 0,7 Liter Dieselkraftstoff verwenden. Aber wie gesagt, Baburin meinte, es wird hauptsächlich Elektrizität verwendet. Aber da wir ja natürlich den Begriff Dieselkraftstoff kennen als Richtwert, ist es wahrscheinlich hier als Beispiel noch mit aufgezählt oder erwähnt. Und die Hochbahnkosten wieder bei 1,5 bis 2 Millionen. Beim Stadtverkehr ist es ähnlich. Natürlich haben wir hier geringere Geschwindigkeiten, nämlich bis 150 Stundenkilometer. Es wäre schon schlimm mit 300 in der Stadt. Und das Interessante ist, die Beförderungsleiste in einer Stunde bedingt durch diese Regelung alle 2 Sekunden liegt bei 20.000 Fahrgästen. Also der Berufsverkehr ist schnell verräumt, wie es so schön heißt in Bayern. Und das Ganze ist um ein 20- bis 30-faches billiger als eine U-Bahn. Ich meine, das glaube ich, brauche ich niemandem was darüber erzählen, das ist klar. Und all diese Systeme, egal wie es ist, kann man auch durch die verschiedenen Fahrzeuggrößen wunderbar integrieren, ineinander vernetzen
Und ja, Sie merken schon an meiner Art, wie ich darüber spreche, ich bin ein totaler Fan von dieser Technologie. Nun zu der faszinierenden Persönlichkeit von Junitsky. Anatoly Junitsky ist, ja, ich sage, ein Visionär. Er arbeitet seit ja, fast 40 Jahren an dieser Technologie. Er ist zudem der Autor von 140 Erfindungen und ich glaube, er hat einen sehr hohen IQ. 30 seiner Erfindungen wurden in der ehemaligen UdSSR umgesetzt mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist zudem der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien. Monographie ist eine Arbeit mit einem Gegenstand und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Weiter ist er ein Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Und aus dieser Zeit, aus dieser Mitgliedschaft ist auch diese Idee entstanden, das nur nebenbei. Das Ganze ist seit 1986 und er ist Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000. Und natürlich ist er der Erfinder dieser faszinierenden Technologie. Hier sind die ganzen Patente und Auszeichnungen für seine Technologie. Gehe ich nicht im Einzelnen drauf ein. Und jetzt kommen wir zum Hauptprojekt, dem Ökopark. Warum ist das das Hauptprojekt? Wie Sie vielleicht schon wissen, wenn nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt. Diese Technologie wird ja, ja erst oder wurde ja erst möglich gemacht über die Möglichkeit des Crowdfundings. Wer den Begriff bisher noch nicht kannte, Crowdfunding ist einfach, wenn man irgendwelche neuen innovativen Ideen, die man als gut befindet, ja, unterstützen möchte, dann macht man das heute auf diese Crowdfunding-Art, meistens mit kleineren Projekten, sodass Privatinvestoren sich einbringen, sich Anteile einkaufen und wenn das Ganze dann an wirtschaftlichen Wert gewinnt, dann profitieren diese Investoren mit. Und ja, diese Skybit-Technologie ist im Prinzip ein Crowdfunding-Objekt im großen Stil, das heißt als Weltprojekt. Und im Moment werden diese Crowdfunding, diese Investgelder für diesen Öko-Technopark verwendet. Dieser Park befindet sich in Mariana Gorka. Das ist in der Nähe von Minsk in Weißrussland, in Belarus. Und dort, der hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich er dient der Präsentation dieser Technologie und der Zertifizierung. Wir sehen es hier hinten schon. Wir haben hinten, Moment, ich nehme hier meinen Pfeil zur Hilfe. Hier hinten haben wir die Fracht- und Transporttrasse. Hier haben wir zum Beispiel Regional- und Stadtbahn oder auch die Unibike-Strecke zum Demonstrieren. Hier sehen wir ganz deutlich auch ein Hängebrückenmodell integriert. Was wir hier auch sehen, ist diese Kurvenelemente, die meist zum Beispiel in der Stadt oder auch im Meer in diese Türme integriert werden. Denn wenn man um die Kurve will, braucht man Kurvenelemente. Deshalb sind das auch meistens keine geraden Bauten, sondern die sind rund oder in Türme verbaut. Und hier vorne, das wird die sogenannte Highspeed-Trasse. Da haben wir hier ein Ankerelement, das zum Bahnhof ernannt wurde. Hier hinten wird noch ein Ankerelement sein und dazwischen natürlich diese normalen Stützpfeiler. Man wird hier bei diesem Bereich hier erst ein Stück fertigstellen. Weil der ganze Park, habe ich mir jetzt sagen lassen, dauert tatsächlich bis 2018, bis er endgültig fertiggestellt wird. Aber der wichtigste Teil, das und das, und auch hier vorne ein Teilstück von der Highspeedbahn, das wird dieses Jahr noch fertig werden. Und dann beginnt die Zertifizierung, die Präsentation. Und wenn das der Fall ist, müssen wir damit rechnen, dass wir vielleicht als Kleininvestoren nicht mehr die große Möglichkeit haben, hier uns mit einzubringen. Und es sieht sehr danach aus, als gäbe es wirklich viele Interessenten, die hier mitspielen wollen, wenn das Ganze eben sich für sie rechnet. Habe ich noch ein paar Bilder zum Schluss dabei. Hier rechts unten haben wir nochmal die Schiene, wie es zum Beispiel, wenn man hier diese Informations-, Kommunikations- und Energieversorgungselemente mit integriert. Hier eine Hochbahn, Hängeelement und hier hinten so Transporthänger. Man sieht schon, die sind auch nicht so groß, die kleineren hier. Hier nochmal ein schönes Bild, das habe ich mit eingebaut, wie das aussehen soll, wenn es fertig ist. Auch hier ganz deutlich zu sehen, Ökologie,
ist hier groß geschrieben. Hier sieht man auch schön wieder diese Hängebrücke, diese Pfeiler. Das wird auch hauptsächlich eine Unibike-Strecke auch mit sein. Und hier eben hinten wird man zeigen oder demonstrieren, wie man das Ganze belegt. Und hier, das wird diese lange Highspeed-Trasse, die dann letztendlich 19 Pfeiler umfassen wird und mindestens zwei, wenn nicht drei Ankerteiler. Die ersten zwei Ankerteiler sind schon im Bau, die braucht man ja auf die Fertigstellung. Und an diesem Park baut man im Moment tatsächlich Tag und Nacht, um das möglichst schnell fertigzustellen. Geplant ist Oktober, November, dass das Wichtigste passiert. Ich glaube, im November soll die Einweihung stattfinden. Aber nur mit einem erlesenen Kreis. Nächstes Jahr, habe ich gehört, im April soll eine große Veranstaltung sein, wo auch alle Investoren, wie wir jetzt, dazu eingeladen werden oder wo wir dann auch hinfahren können, wenn wir möchten. Diesen Tag kann man jederzeit sich ansehen über Voranmeldung. Man sollte es aber vielleicht im Moment noch lassen. Die sollen sich lieber darum kümmern, dass sie fertig werden, als dass wir hier wegen jeder Kleinigkeit uns das ansehen. Das mal nebenbei bemerkt. Und momentan befindet sich ja vieles auch noch im Bau. Nächstes Jahr im Frühjahr wird das sicherlich viel interessanter werden. So, die Finanzkennziffer für dieses Projekt. Es gibt natürlich einen Businessplan. Ich habe bisher immer gesagt 300 Millionen. Ich muss mich korrigieren. Wir sind hier bei 240 Millionen US-Dollar. Investitionssumme ist nötig, um das Ganze fertigzustellen. Und dafür werden jetzt die Gelder gesammelt. Und dank den Investoren, diesen jetzt kleineren Investoren, konnte man das Projekt oder diese Vision von Junitzky einfach auch verwirklichen und dafür bedankt er sich auch bei uns. Die Projektumsetzung, wie gesagt, begann letztes Jahr im September 2015 und letztendlich wird es 2018 fertig sein. Und die Finanzierungsquellen sind hauptsächlich über Crowdfunding, aber es gibt natürlich auch ein paar Privatinvestierungen, die von vornherein eben Gelder schon zur Verfügung gestellt haben. Was auch für Sie noch interessant ist, wenn Sie sagen, ich möchte hier investieren, ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Also es gibt schon Vorverträge, die mit Firmen aus 11 Ländern abgeschlossen wurden, die jetzt einfach nur warten, was passiert jetzt hier mit dem Ökopark und die einfach hier schon Vorreservierungen gemacht haben. Wenn es zum Tragen kommt, dann möchten wir hier dieses Vorrecht haben. Also das auch und zwar in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. Also wer großartig dran zweifelt, muss jeder selber entscheiden. Natürlich ist es ein Start-up, aber ich denke mal ein Start-up-Unternehmen mit sehr, sehr geringem Risiko. So, und nach der erfolgreichen Prüfung eben dieser ganzen Verkehrskomplexe und dieser Prüfstrecken wird das Ganze natürlich in die Fertigstellung gehen. Was auch für Sie noch interessant ist zu diesem Projekt eben, also wie gesagt, 240 Millionen, er mag mich wieder nicht. Gut, ich werde es Ihnen einfach vorlesen oder sagen, 240 Millionen wurde er veranlagt, aber der Geschäftswert wird schon ein Zehnfaches mehr ausmachen. Man wird dort präsentieren, man wird dort auch später ein Museum hier in diesem Gebäude da hinten, ich muss mal gucken, ob es nicht doch geht. Okay, mal kurz verschwinden lassen, vielleicht geht es dann. Hier in diesem Gebäude wird man Verträge abschließen, wird man alles zeigen, wird man Besprechungen abhalten. Hier sieht man ganz deutlich zum Beispiel dieses Bahnhofsgebäude, diesen stabilen Ankerpfeiler. Da gibt es auch spezielle Fenster drinnen, die für den Druckausgleich notwendig sind. Oben sieht man schon, wird alles bepflanzt. Also hier legt man wirklich viel Wert drauf. Und nach den laufenden Markteinschätzungen ist diese Technologie im Augenblick ungefähr 2 Milliarden US-Dollar wert. Das Ganze ist hauptsächlich entstanden durch die 30.000 Investoren, die sich hier eingebracht haben aus 50 Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind noch ein kleines Licht. Wir sind ja erst im Aufwind, wobei wir geben momentan ganz schön Gas. Wir wollen natürlich auch von dem Kuchen mit, von einem durchschnittlichen Diskont von 1 zu 200. Das heißt, für 1 Dollar 200 Anteile. Das ist im Moment der durchschnittliche Diskont, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Und der Immaterialgutwert dieser Technologie, das heißt in Umsetzung, wurde von Externen auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also wir reden hier nicht von irgendeinem kleinen Crowdfunding-Objekt.
Nun, diese Etappen dieser Technologie sind auch ganz interessant. Am Anfang natürlich hat Junitzki diese Technologie entwickelt, von 1977, 78 an bis 2014. Dann hätte man ihm vielleicht seine Technologie abgekauft, aber mit einer Zielsetzung, die ihm nicht gefiel. Und so hat man sich entschieden, eben den Weg des Crowdfundings, das heißt mit Privatinvestoren das Ganze ins Rollen zu bringen. Und dann hat man ursprünglich die RSW gegründet, seine Frau hat das gemacht. Und im deutschsprachigen Bereich ist es jetzt die Skyway Capital. Und damit wurden dann mit diesen ersten Geldern das Design entwickelt, das meiner Meinung nach ja auch sehr einzigartig ist. Und 2015 im September wurde dann der Ökotechnopark gestartet, der jetzt kurz vor der, ich sage jetzt mal, wesentlichen Fertigstellung ist, bis auf das letzte Stück der Highspeedbahn. Und dann beginnt die Demonstration und die Zertifizierung. Also ich sage jetzt mal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und dann natürlich auch die Markteinführung. Und die Markteinführung, die kommt definitiv. Da ist natürlich einer der hauptmaßgeblichen, unter anderem auch Rothoog. Also Moment, nochmal zurück. Bin ein bisschen schnell gewesen. Hier in der Phase 7 bewegen wir uns jetzt im Moment. Das ist wichtig. Diese Phase geht zu Ende am 17. Oktober. Das heißt in ein paar Tagen. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell über die näheren Details informieren. Ich werde hier nicht auf die näheren Details eingehen und mit der Person sprechen, die ihn hierzu eingeladen hat. Wenn er keinen Einlader hat, gerne auch mit mir. Und wenn, denn danach wird es teurer werden. Das heißt, teurer in dem Sinn, dass es wesentlich weniger Anteile gibt für das gleiche Geld. Das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Genaue Zahlen kennen wir noch nicht. Fakt ist, 17. Oktober, 23:55 Uhr, wer da noch kein Paket gestartet hat, ist in der neuen Phase. Und die letzte Phase bedeutete ungefähr 30% weniger Anteile. Und das kann bei einem Dollar Validierung richtig teuer werden. So, und jetzt komme ich zu dem Highlight des Jahres bei Skyway, nämlich zur InnoTrans 2016, die jetzt am 20. bis 23. September in Berlin stattgefunden hat. Alle 2 Jahre das Highlight im Verkehrsbereich. Dort stellt man alles vor, was innovativ, was neu ist. Und das Innovativste und wirklich Interessanteste war mit Abstand Skyway. Es gibt natürlich die eine oder andere Neuerung, aber so richtig was Neues, bis auf ein paar Kleinigkeiten oder dass man WLAN in Züge eingebaut hat oder solche Sachen, gab es tatsächlich nicht. Außer Skyway. Skyway hatte den mit Abstand den kleinsten Stand, aber mit Abstand die meisten Besucher, glaube ich. Also es gab teilweise Stände, ich war ja vor Ort mit 100, 150 Quadratmetern, wir hatten nur, ich glaube, 53 oder 54, dort war alles leer, die hatten Sitzplätze und was weiß ich alles, war kaum was dort und hier standen Trauben von Menschen und auch sehr viele Interessierte, die ja, für uns wichtig sind, da komme ich dann zum Schluss nochmal drauf. Hier ein paar Bilder vom Stand, oben hinten ein kleineres Modell der Stadtbahn, wer es nicht kennt, ich gehe jetzt mal mit dem Pfeil nochmal drauf, wenn er nicht mag. So, jetzt hat er sich, ah ja, hier ist er. Hier, das war das kleinere Stadtfahrzeug, also für weniger, man kann ja auch verschiedene Größen hier integrieren mit weniger Passagieren, wenn nicht immer Großbahn gefragt, lieber häufiger. Und hier das kleine Ödi-Bike. Hier, das ist das Innere in der Stadtbahn. Man hat hier auch Video drinnen, zum, man kann auch Fernsehen, sehr interessant. Übrigens auch das Ödi-Bike. Hier die Firmenmitglieder, sie waren so nett und haben sich von mir fotografieren lassen. Die wichtigsten hier, hier kein Firmenmitglied, Bob Hook, natürlich der ehemalige Verkehrsminister von Australien und Transportunternehmer, der Junitzki, der leider nicht kommen konnte, wirklich super vertreten hat, mit Unterstützung natürlich von der rechten Hand von Junitzki, Herr Barborin. Wir haben mit beiden Personen ein ausführliches Gespräch geführt. Man sieht es hier oben auch im Bild. Tom, den viele kennen, Tom Freilinger, von mir eine Erstlinie. Und ich, wir haben hier wirklich sehr viele Informationen von Ihnen, von ihm bekommen. Er hat uns alles schön erklärt. Und hier haben wir auch recht dieses Rad, zum Beispiel vom Unibus, ich mag es mich wieder nicht,
Okay, aber ich denke, sieht jeder das Rad. Man sieht hier schon diese Geradheit des Rades, diese große Auflagefläche. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man sogar über diese Energie, die hier produziert wird, das irgendwie mit integrieren und mit verwenden für die Fortbewegung. Aber da legen Sie mich bitte nicht fest. Also so sattelfest war ich jetzt auch nicht im Englischen. Muss dann nochmal mit Tom sprechen oder wenn ich jetzt in 14 Tagen nach Litauen reise, da werde ich dann nochmal ganz genauer nachfragen zu dem Thema. Und hier haben wir das Unibike, einmal in geschlossener Version, zweimal haben wir es innen ausprobiert. Man sieht schon, mein Mann unten im Bild, der Techniker, den interessiert vor allem die Technik. Mich hat mehr das Radio interessiert, gebe ich ehrlich zu. Es ist auch ein Radio integriert, es ist eine Klimaanlage integriert. Und die liebe Doris, das ist die Lebenspartnerin oder die Frau vom Tom, die macht das Fitnesstraining, denn hinten kann man hier mittreten. Rechts unten im Bild sehen wir diese Miniatur, ja, Hänge oder Hochbahnmodelle, wie sie in der Stadt oder auch zum Beispiel im Regionalverkehr eingesetzt werden. Und das Interessante ist, die fahren jetzt hier auf einem Stück des Zaunes, der den Ökopark umgeben wird, einfach als Schutzmaßnahme, dass hier keine ungebetenen Gäste gibt. Und in diese Modelle, das ist auch, das haben wir jetzt leider nicht im Bild, ein blaues Modell dort gewesen. Da ist direkt eine Kamera eingebaut und die flitzen da um den Park dann rum und ja, schauen, dass da ja nichts passiert. Dieser Spezialzaun wurde so speziell errichtet. Ich habe auch eine Broschüre hier, leider nur in Russisch, aber Bilder sprechen alleine, sodass man mit einem Panzer dagegen fahren könnte und man käme nicht durch. Also auch, das ist ja auch wichtig, weil es gibt ja leider immer wieder Vandalismus und da muss man dagegen angehen. Hier, das war dann die Abendveranstaltung mit Rod Hook. Die hatte eben, wie gesagt, wie ich schon erwähnte, die Weitläufigkeit von Australien erklärt und wie das Ganze eben ist, warum die Skyway-Bahn ganz besonders in Australien so interessant ist. Hier ist die hauptsächliche Bevölkerungsdichte, eben diese Karte hier von Melbourne nach Sydney. Hier dieses ganze Gebiet ist fast unbesiedelt, höchstens ein paar Naturstämme. Oder wie man hier in der Karte auch deutlich sehen kann, diese roten Punkte, das sind alles Minen. Und diese Minen haben ein wichtiges Transportproblem, ganz besonders, wenn es eben regnet, wie es links im Bild zu sehen ist, wenn die Straßen überschwemmt sind. Und das könnte man hier mit einem relativ geringen Kostenaufwand wunderbar mit der Skyway-Bahn in den Griff bekommen. Und da hat er sich richtig ausgelassen, seine Begeisterung, sodass der arme Übersetzer, der Michael, nicht mehr mitkam. Und hat eben hier regelrecht davon geschwärmt. Und hier sieht er auch das Hauptpotenzial eben in Australien oder eben hier als zusätzliche Strecke zur Highspeed-Eisenbahn, sage ich jetzt mal, dass man hier diese Hauptverkehrstrasse verbindet. Natürlich auch in Städten wie zum Beispiel in Jünli, wo man Straßenbahnen braucht. Auch dort ist er ständig unterwegs und erzählt eben, welche Möglichkeiten das es gibt. So, und das ist ein, ich sage jetzt mal, ein Ausläufer von der Messe, dieser Herr, ich glaube, der war am Freitag auch da, als wir dort waren, nur ich habe ihn nicht getroffen. Dieser Herr hat schon eine interessante Stellung, nämlich er ist ein amerikanischer Finanzexperte. Fasziniert mich ganz besonders, weil das eine ist Russland, das andere ist Amerika, aber dieser amerikanische Finanzexperte ist wirklich ganz begeistert von dieser Technologie. Es gibt ein YouTube-Video, das sehen Sie hier, das Bild ist aus YouTube. Dort gibt er ein Interview, sehr verständlich, wer Englisch kann. Und er hat eines gemacht. Er ist der Inhaber von dieser Financial IT und dieser Fine Future, dieser großen Finanzmagazine. Und im Fine Future hat er jetzt einen riesen Artikel. Ich zeige Ihnen den zum Schluss nochmal, in dem er einfach ja ganz begeistert von dieser Technologie spricht und in dem er sagt, nach Internet, nach diesem Consulting wird diese Bahn das nächste finanzielle Highlight werden. Also wenn er schon so begeistert ist, er, der sich natürlich interessiert für alles, was finanziell ist, was finanzielle Vorteile bringt, wenn er schon so begeistert ist, dann brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Vor allen Dingen, da er jetzt diese Tage, ich glaube, diese oder nächste Woche, zu einem Treffen fährt, und zwar es muss in Genf ein großes Treffen sein mit Bankern, mit Großbanken, mit Finanziers,
muss einer veranstalten, der irgendwie dieses SWIFT-System erarbeitet hat. Also wenn ich es richtig verstanden habe, legen Sie mich bitte nicht fest, hauen Sie mich nicht, so sattelfest bin ich nicht im Englischen. Aber mit denen trifft er sich und die warten schon gespannt oder warteten schon gespannt, falls es schon vorbei ist, auf diesen Bericht von ihm. Und er wird voller Begeisterung erzählen. Man braucht sich nur das YouTube-Video ansehen, dieses Interview, dann ist man sich sicher mit mir einig. Und hier auch ein Meilenstein, wir wissen ja Australien, aber auch hier in Irland. Das ist eine irische Delegation, die, glaube ich, kümmern sich vor allen Dingen um Start-up-Unternehmen. Und dieser Manager dieser irischen Agentur für Export, diese Delegation war am Freitag da. Ich habe, wenn Sie genau hingesehen haben, auf den ersten Bildern waren sie im Hintergrund, gerade bei diesem Interview. Ich dachte mir, das sind vielleicht irgendwelche Repräsentanten von Irland. Nein, die haben eine wichtige Rolle, denn die wollen, da muss es in Irland irgendeinen heiligen Berg geben oder irgendeinen Berg mit einem, sag ich mal, so einer Attraktion. Und dann, da wusste man immer nicht, wie bringt man die Leute rauf. Und seit einem halben Jahr beobachtet man schon hier dieses Geschehen mit der Skyway-Bahn und man möchte diese Bahn eben anstatt von Zulieferwegen, die man bauen müsste, eben für den Transport der Leute da nach oben bauen. Also das zum Thema, es beginnt, die Zukunft beginnt heute. Und das fand am 14. September statt. Auch hier ist Interesse da, wie sich das weiter verläuft, weiß ich noch nicht. Das war eine Delegation eben mit der Generaldirektorin der Schweizer Beratungsfirma Castor Consulting AG. Sie interessierte sich, wie könnte man das vielleicht integrieren anstatt von Seilbahnen in den Schweizer Bergen. Und der Vertreter der indischen Gemeinschaft in der Schweiz, sprechen wir nicht die Zunge ab, der Mr. Singh, der interessierte sich, wie könnte man diese Bahn vielleicht integrieren, wie könnte man ein Treffen machen bei Dalai Lama in den Bergen. Also, es gibt noch viele weitere Gespräche, glaubt es mir, aber es ist wirklich hier hochinteressant. Die Sachen sind einfach schon mal spruchreif und deshalb habe ich sie hier erwähnt. Ich bin jetzt soweit am Ende. Ich möchte Ihnen ganz kurz nochmal diesen Artikel zeigen von dieser Fine Future, dass Sie mir nicht sagen, ich kann da viel erzählen. Diese Fine Future, das ist diese Zeitschrift. Und ich hoffe jetzt, dass das funktioniert. Ja, hier, man sieht The Next Internet. Schon allein dieses reißerische Schlagwort sagt alles. Es revolutioniert eine Bewegung, das Internet hat praktisch damals das Ganze revolutioniert und er sagt, diese Transporttechnologie wird die nächste Revolution sein. Also man muss sich das mal vorstellen, diese Tragweite. Wer diesen Artikel nicht kennt, kann mich gerne mal anfragen, aber wir haben es, glaube ich, schon, wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch in Facebook in unserer Seite. Hier, also Sie sehen, es ist eifrig viel geschrieben, sogar die Stringschiene und oben das Transportsystem, die Bilder sind integriert. Also, hier geht es weiter. Hier sind wir am Ende. Also Sie sehen, ich habe Ihnen kein Märchen erzählt. Der Artikel ist schon draußen. 3000 Exemplare, man kann es in Facebook auch nachlesen. Diese Exemplare werden an interessierte Investoren, ja, also interessierte Leute als Geschenk vergeben. Er möchte tatsächlich das Ganze forcieren. Also wenn das nicht zum Abschluss eine positive Nachricht ist, dann weiß ich nicht mehr. Es gibt noch was Neues, aber da habe ich noch nicht genauen Informationen. Wer morgen in München ist, ich lade alle recht herzlich ein nach Garching. Dort wird dann auch das Neueste, das ich heute erfahren habe, nochmal erzählt. Ansonsten natürlich nächste Woche im Webinar oder wer in Facebook ist, kann sich auch in Facebook immer übers Laufende informieren. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel Input gewesen. Ich habe eine ganze Stunde gebraucht. Sie werden sich wahrscheinlich nicht alles merken können. Ich habe das Ganze aufgezeichnet. Ich danke jetzt mal hier an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Und ich werde jetzt dann wieder